So, wir haben heute ein Milonga-Special gemacht. Und das war praktisch die Kombination, die wir letzte Woche gemacht haben, aber auf Milonga in der letzten Hälfte der Stunde heute. Und das war praktisch das. Nur das. Okay? Das war offen, so letzte Woche. Aber heute haben wir das gemacht, das von dieser Position gehen wir zurück und dann ein Voleo für die Frau. Und zurück zu der Position, zu der quasi Pseudo-Amerikaner. Dann, wir können das Gleiche auch machen. Bam, bam. Aber dazu haben wir drei Varianten noch, also vier insgesamt. Und die sind, Ludmilita zeigt dir jetzt, eine war das, eine war das, die dritte oben, die vierte, tak. Also das heißt, entweder oben oder unten, einmal hinten, einmal vorne. Und dann haben wir vier Varianten. Okay? Wir können auswählen die Variante, die wir machen wollen. Wie gesagt, wir müssen nicht unbedingt die gleiche Variante machen, weil es etwas ist, das wir nicht wirklich führen können. Besonders in Milonga, es geht einfach nicht. Ne? Und trotzdem wird immer schön aussehen, weil das das gleiche Muster ist. Also wir machen das sehr synchron. Beispiel. Da? Ja. Okay. Ja, das hat gepasst. Also es wird immer schön aussehen, egal wie wir das machen. Die Milonga ist nicht unbedingt schnell. Es gibt mehr Noten als im Tango, aber ist nicht unbedingt schneller. Wenn wir in einfachem Takt tanzen, muss nicht wirklich schnell sein. Vielleicht die Verdoppelung ist schneller als der Tango, aber wir tanzen nicht ganze Zeit verdoppelt. Noch was zu sagen? Ja, beim Andeuten dreht ihr auch Standfuß mit. Ich habe sehr oft gesehen. Mitdrehen. Und die andere Sache, manchmal passiert, dass wir hier gleich wie verlieren. Warum? Weil sie hier gedrückt hat oder was auch immer. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann den Pivot nicht machen. Das kann ganz wohl passieren. Und das ist nur Timing. Wie gesagt, das muss im Takt sein. Wenn das im Takt ist, wir brauchen den Druck hier, um den Pivot machen zu können, aber das müssen wir gleichzeitig machen. Wenn sie erst drückt und ich drücke später, das wird nicht gelingen. Wir müssen das gleichzeitig machen. Gleichzeitig. Wie wissen wir, wann wir das tun? Es ist so wie, wann treffen wir uns? Es gibt eine Uhrzeit. Wann machen wir das? Es gibt einen Takt. Okay? Und wenn wir nicht synchron sind, dann sehr wahrscheinlich haben wir ein Gleichgewichtsproblem, aber das ist kein technisches Problem, das ist ein rhythmisches Problem. Parole,